Genau wie bei Covid-19 ist nun ein weiteres Virus namens Langia Henipavirus, kurz Leiv, in China ausgebrochen. Müssen wir uns nun auf eine zweite Pandemie einstellen? Wie das New England Journal of Medicine berichtet, wurde das Leiv bereits im Jahr 2018 bei einem Bauern in der chinesischen Provinz Shandong nachgewiesen. Nun sind bereits 35 weitere Fälle in China bekannt. Laut der Forschenden handelt es sich bei dem Virus um ein zoonotisches Virus, das sich vom Tier auf den Menschen überträgt. Bislang wurde noch keine Übertragung von Mensch zu Mensch festgestellt. Alle Infizierten wiesen eine ähnliche Symptomatik auf, die vom Coronavirus bereits bekannt ist. Dazu gehören vor allem Fieber, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen. Tödliche Verläufe gab es in Verbindung mit dem Leiv bisher nicht. Ein Co-Autor der im Bericht enthaltenen Studie betont, dass keine Notwendigkeit zur Panik bestehe. Ein ähnliches Szenario wie bei Covid-19 scheint also nicht zu erwarten.